So wie die Vögel einen Instinkt haben, wie die Natur den Vögeln einen Instinkt gegeben hat, im richtigen Moment ans richtige Ort zu fliegen, sich zu formieren und so weiter, so glaube ich, dass die Menschheit, jeder Mensch auf diesem Erdball, dass er eine innere Antenne hat für Wirklichkeiten und Nicht-Wirklichkeiten. Also ich würde sagen, nach dem heutigen Tag kann es sein, dass das Chaos perfekt ist. Rein was ist die Intelligenz anbelangt, was die Meinungsdifferenzen betrifft, dass man den Boden unter den Füßen verliert, dass man wie ein Jungadler über die Klüfte, über die heillosen Abgründe der Meinungsverschiedenheiten stürzt und dann in der Luft flattert und flattert. Aber dann eben, dann ist die entscheidende Stunde gekommen, wo wir den Notfallschirm der Intuition ziehen und merken, das sind ja unsere Flügel, das ist gar kein Notfallschirm. Wir können uns dem anschließen, wo wir drin zur Ruhe kommen. Wir kommen zu unseren nächsten. Gleich zwei Referenten werden jetzt miteinander sprechen. Zwei Löwen nehme ich an. Wir haben ein Thema gewählt, da muss man Löwennatur haben, dass man das überhaupt nur daran denken kann. Referentin Nicola Kramer, bekannt als Kunstmalerin, glaube ich, gell? Das ist ihr Name in der Kunst. Und ihr Ehemann Bernd Trepping. Präsident sind Vorstand der Kommission für Verstöße der Psychiatrie gegen die Menschenrechte, das in Deutschland. Also eine unglaubliche Aufgabe habt ihr euch da gesteckt. Ich möchte sie kurz vorstellen. Von ihrem Lebenslauf so ein klitzekleiner Eindruck. Das Ehepaar setzt sich seit 20 Jahren für die Menschenrechte in der Psychiatrie ein. Sie haben in Hunderten von Fällen psychiatrische Missbräuche dokumentiert, bis hin zu Strafanzeigen, Beschwerden gegen Psychiater geführt mit Erfolg. Sie haben in vielen Fällen für Abhilfe gesorgt. Gemeinsam stellen sie große Demonstrationen auf die Beine, so 2000 Leute und solche Dimensionen in Hamburg, Berlin, in München. Sie organisieren verschiedene öffentliche Anhörungen, Pressekonferenzen, in denen die psychiatrischen Missstände aufgedeckt werden. Freilich kann man sich jetzt fragen, was soll denn verkehrt laufen? Das werden wir jetzt von Ihnen hören. Ihr könnt euch bitte schon mal langsam zu mir hoch bewegen. Was wird in der Psychiatrie schon schief laufen? Ein Indiz gebe ich schon mal, 1998 durch jahrelange Lobbyarbeit dieser zwei Referenten wurde dazu beigetragen, dass ein neues Strafgesetz, Paragraf 174c, gegen sexuellen Missbrauch in der Therapie verabschiedet wurde. Seither, wie bekannt ist, wurden mehr als 47 Mitarbeiter von psychiatrischen Systemen wegen sexuellem Missbrauch an Patienten strafrechtlich verurteilt. Herzlich willkommen. Dankeschön. Danke. Das braucht ziemlich Mut, was ihr jetzt macht. Wir möchten wissen, was mit Kindern und Psychodrogen zu tun hat, werden wir von Ihnen hören. Was hat die Psychiatrie und die Pharmaindustrie gemeinsam am Hut? Was gibt es Zwang und Gewalt in der Psychiatrie? Geht das alles so gewaltfrei ab? Wir möchten über tödliche Nebenwirkungen hören. Gibt es sowas tatsächlich? Und können wir uns irgendwie schützen? So, diese Inhalte erwarten wir von euch und viel Erfolg bei eurem Referat. Danke. Danke. Danke schön. Ja. Hallo. Hallo. Ja, erstmal an Herrn Sasek und natürlich alle, die organisiert haben, ganz herzliches Dankeschön, dass wir eingeladen wurden und zu Ihnen sprechen dürfen. Ja, wir haben große Demos, Protestaktionen durchgeführt, aber die Chance und Gelegenheit zu haben, zu so vielen Menschen zu sprechen, die alle bereits im Bewusstsein haben, dass bei den Massenmedien oder das, was in den Massenmedien kommuniziert wird, nicht das Einzige oder das Wahre oder das Richtige ist, sondern dass es möglicherweise die wichtigeren Dinge gibt, die leider zurzeit woanders zu erfahren sind. Das war für uns, das ist toll und das ist für uns ja ein seltenes Forum, weil sonst muss diese Hürde immer erst überwunden werden und Sie bringen das schon mit. Also auch Ihnen vielen Dank.
Ich möchte Ihnen zuerst etwas über unseren Verein erzählen. Kommission für Verstöße der Psychiatrie gegen Menschenrechte, Deutschland. Diesen Verein gibt es seit 1972. Seither setzen wir uns Seite an Seite mit ganz vielen anderen Menschen aus allen möglichen gesellschaftlichen Schichten, aus den verschiedensten Berufsständen, auch aus den Bereichen Medizin und Recht, Kultur, Kunst und Wissenschaft, dafür ein, dass wirkliche Reformen durchgeführt werden, um eine Menschlichkeit und Mitmenschlichkeit und die Menschenrechte im Bereich der Psychiatrie wirklich zu verankern. Denn das ist leider gegenwärtig nicht der Fall. Dazu erzählen wir später noch ein bisschen mehr. Ein Mitbegründer unserer Vereinigung, die in Amerika ihren Ursprung hatte, die heißt dort Citizens Commission on Human Rights, Bürgerkommission für Menschenrechte, ist der Dr. Thomas Sass, ein emeritierter Professor der Psychiatrie, der an der Universität in New York den ersten Lehrstuhl für Antipsychiatrie seinerzeit eingerichtet hat und der auch diverse Bücher zu dem Thema geschrieben hat, wo er einfach die Diagnosestellung, was die wirklich überhaupt, wer entscheidet eigentlich, was gesund, weiß, geisteskrank ist, kritisiert hat und aufgedeckt hat. Unser Verein wurde auch von Mitgliedern der Scientology-Kirche mitgegründet in München, auch auf internationaler Ebene. Scientologen engagieren sich ehrenamtlich bei uns im Verein, genauso wie Menschen von allen möglichen anderen Glaubensrichtungen. Der persönliche Glaube spielt dabei überhaupt gar keine Rolle. Unser Anliegen sind Menschenrechte und unsere satzungsgemäßen Aufgaben, wollte ich mal kurz zitieren, aus unserer Satzung sind wie folgt. Es ist unsere Aufgabe, die Menschenrechte gegen Missbräuche durch die Psychiatrie und verwandte Gebiete zu sichern, solche Missstände zu untersuchen und bekannt zu machen und Abstellungen zu verlangen bzw. die rechtliche Verfolgung solcher Missstände zu bewirken. Zu unseren Aufgaben gehört es auch, die Aufklärung von Gesetzgebern, Behörden und der Öffentlichkeit über Fälle von Uneffektivität und schädlichen Auswirkungen psychiatrischer und psychologischer Methoden. Angestrebt wird der verbesserte Schutz von Betroffenen und der Allgemeinheit durch Aufklärung und Reform. Nun kommt uns in Deutschland eine besondere Verantwortung zu, weil Deutschland das Geburtsland der Psychiatrie auf der Welt war und ist. Und dazu auch später mehr. Was tun wir denn eigentlich? Wir dokumentieren Menschenrechtsverletzungen. Wir sind keine Rechtsanwälte, wir sind keine Ärzte. Wir führen demzufolge natürlich keine rechtliche Beratung durch und auch keine medizinische Beratung. Wir sind Menschenrechtsexperten. Und wir dokumentieren, was vorgefallen ist. Binnen kürzester Zeit, in den 70er, 80er Jahren, hat sich unser Verein in Deutschland als ein wichtiges Sprachrohr zum Schutz der Rechte von Psychiatriepatienten etabliert. Mittlerweile haben wir einen größeren Beirat aus unterschiedlichen Expertengruppen und machen halt kontinuierlich durch Dinge und Missstände aufmerksam. Wir führen mittlerweile das größte Archiv Deutschlands über psychiatrische Missbräuche, einschließlich relevanter Gerichtsurteile zu dem Thema, Studien und haben eine umfangreiche Bibliothek, die wir Journalisten und anderen Interessierten gerne zur Verfügung stellen. Bei unserer Dokumentation von psychiatrischen Missständen arbeiten wir natürlich sehr eng mit Betroffenen zusammen. Wenn dann so ein Missbrauch dokumentiert ist, liegt es in der Macht des Einzelnen und auch in seiner Entscheidung zu beschließen, ob er da jetzt strafrechtlich oder zivilrechtlich Anstrengungen unternehmen wird. In solchen Fällen flankieren wir derartige Aktionen mit Öffentlichkeitsarbeit, sofern es gewünscht ist. Anfang der 90er Jahre recherchierte die KVPM, das kürze ich ab, das ist die Abkürzung für unseren Verein, Kommission für Verstöße der Psychiatrie gegen Menschenrechte, die Biografie führender Psychiater in Deutschland, im Buch 1994 kam diese Dokumentation dann an die Öffentlichkeit mit dem Titel Die Männer hinter Hitler. Im Amerikanischen wurde es übersetzt mit Psychiater, die Männer hinter Hitler. Mit diversen Folgeaktivitäten machte die KVPM dann auf die außergewöhnliche Rolle der Psychiatrie vor, während und nach der Nazizeit aufmerksam. Das Buch dokumentiert die Rolle der Psychiatrie so, wie sie von dem Historiker Ernst Klee mal ganz treffend formuliert wurde. Der hat gesagt in einer großen deutschen Zeitung, Nazis brauchten nicht die Psychiatrie brauchte die Nazis. Eine beträchtliche Zahl von Psychiatern ermordete Männer, Frauen und unzählige Kinder, die angeblich unwertes Leben darstellten oder verwendeten sie zu Forschungszwecken. Menschenmaterial wurde das bezeichnet. Also tatsächlich die aktuellen Archive, die ja immer noch bis heute geöffnet werden, sagen aus, dass es 220.000 Psychiatriepatienten waren, die von Psychiatern ermordet wurden, nicht aufgrund eines Befehles, und
400.000 Menschen, die sterilisiert worden sind. Es gibt einen Wissenschaftler in Göttingen, der festgestellt hat, dass es gab einen offiziellen Stopp damals von der sogenannten T4, einer der großen Tötungsaktion. Adolf Hitler hat das gestoppt und es ist festgestellt worden, dass Psychiater danach noch mehr Patienten umgebracht haben, unorganisiert, also individuell haben die das selber initiiert, als davor. Die meisten Nazi-Psychiater wurden in ihren Taten jedoch auch nach Ende des Krieges nicht zur Rechenschaft gezogen. Viele praktizierten nach dem Krieg weiter und machten große Karriere. Die Aufklärungsarbeit der KVBM trug schließlich auch in diesem Bereich Früchte, sodass dieser Teil der Geschichte mittlerweile nach und nach tatsächlich aufgearbeitet werden konnte. Die Bundesgesundheitsministerin Andrea Fischer hat in einer Rede am 11. März zum Beispiel gesagt, die Techniken des Ermordens durch Gas wurden in den psychiatrischen Einrichtungen erprobt. Die wenigsten Täter in den psychiatrischen Anstalten wurden hart bestraft. Die weitaus größte Zahl konnte ihre Tätigkeit in Medizin und Psychiatrie fortsetzen. Die sogenannte Aufarbeitung, die nach dem Krieg mehr oder weniger erfolgt sein soll, fand ihre größten Probleme in der Psychiatrie, denn dieser Bereich hatte die größte Verantwortung. Dieser Professor, Historiker in Göttingen hat ein ganz sagenhaftes Zitat gemacht, und zwar nachdem er sämtliche Lektüren studiert hat, die veröffentlicht wurden und von verschiedenen Autoren recherchiert wurden über die Zusammenhänge. Wie kam es zum Holocaust und wer trägt welche Schuld? Und so viele Berufsstände waren beteiligt, von Polizei und Behörden, Richter. Und er hat das ganz toll rauskristallisiert. Also wir haben das in dem Buch schon lange Zeit vorher gemacht, aber es wurde jetzt sehr bekannt durch ihn. Er hat gesagt, Psychiater hatten die Rolle eines Katalysators. Und so wie in chemischen Prozesse erst dann in Gange kommen, wenn der Katalysator zum Einsatz kommt, so kann man die Rolle der Psychiatrie im Zusammenhang mit dem Holocaust sehen. Das ist ganz toll in meinen Augen auf einen Nenner gebracht, sonst muss man unglaublich viel lesen und studieren und meistens fällt man nach hinten um, weil das so schreckliche Taten sind. Aber die Wurzeln liegen dort. Und ich will Ihnen nur noch einen ganz wichtigen nennen, einen wichtigen Psychiater aus dieser Zeit. Den haben wir erst jetzt in der vergangenen Woche in einer Resolution nochmal zum Thema gemacht in Berlin. Das muss ich ganz kurz sagen. In Berlin gab es einen großen Psychiatriekongress, wo wir gerade herkommen. Und ich lese aus dieser Resolution einfach vor, um wen es sich da gehandelt hat, weil er für den Rest unseres Vortrages und für die Gesamtheit der Psychiatrie heute eine wichtige Rolle spielt. Wir, die Unterzeichnenden, schließen uns Professor Frank Schneider an, das ist der Chef der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychologie und Nervenheilkunde, das kürze ich jetzt weiterhin ab mit DGPPN. Wir stimmen seiner Auffassung zu, dass die DGPPN eine besondere Verantwortung um die Würde und Rechte der psychisch Kranken steht, die aus der Beteiligung der Vorläuferorganisationen der DGPPN erwachsen. Beteiligung an den Verbrechen des Nationalsozialismus, an massenhaften Krankenmorden und Zwangssterilisationen. Dann haben wir hier weitergeschrieben, konsequenterweise darf daher einem entscheidenden Vordenker und Wegbereiter der Rassenhygiene und Zwangssterilisation wie einem Psychiater Emil Kreppelin kein Denkmal gesetzt werden. Nur ganz kurz, was er angerichtet hat. Er war für die inhumanen Methoden in der deutschen Psychiatrie des 20. Jahrhunderts verantwortlich. So, und dieser Emil Kreppelin war der Erste, der versucht hat, psychische Krankheiten in ein System zu bringen. Er hat angefangen, ein Klassifizierungssystem zu etablieren, das heute die Grundlage für die Psychiatrie bietet. Das ist ein Diagnosebuch, das heißt DSM. Weiteres darüber wird gleich erklärt in einem Film, den wir Ihnen gerne zeigen wollen. Bitte. Psychiater strebten seit langem danach, denselben Rang einzunehmen wie Ärzte. Aber Ärzte verwenden diagnostische Tests, um eine Krankheit nachzuweisen oder auszuschließen. Psychiater nicht. There is no objective testing in psychiatry. There is no blood test, there is no urine test, there is no biopsy. There's nothing that objectively proves that there's anything physiologically or biochemically wrong
that's creating your symptoms. With cancer, you can do a screening and it's there or not. You can look at the cells and you can tell if it's there. Different diseases, you can look at it and you can see it under a microscope, or you can see it in an MRI, or you can see it in a CAT scan. With mental health, you can't see it. It can't be diagnosed in a medical procedure. It's all subjective. Die Frage ist also, was ist das für ein Diagnosesystem der Psychiatrie, ohne jegliche wissenschaftliche Labortests, welche die Existenz oder die Abwesenheit mentaler Probleme aufzeigen? Und wodurch hat es sich so stark verbreitet? Die Suche der Psychiatrie nach einer wissenschaftlichen Grundlage dauerte über ein Jahrhundert. Im späten 19. Jahrhundert versuchte der deutsche Psychiater Emil Kraepelin als erster, psychische Probleme als medizinische Krankheit zu klassifizieren. Sein ganzes Leben lang versuchte er den Beweis dafür zu erbringen, dass diese Probleme ausschließlich biologischer und vererbbarer Natur seien. Aber es gelang ihm nicht. Letzten Endes kam er zu dem Schluss, dass es wissenschaftlich fast unmöglich sei, den Normalen vom Geisteskranken zu unterscheiden. Trotz der Erkenntnisse von Kraepelin blieben Psychiater dabei und suchten über Jahre hinweg nach Klassifizierungen. Ihre Bemühungen resultierten in der ersten Ausgabe des Diagnostischen und Statistischen Manuals psychischer Störungen, das 1952 von der American Psychiatric Association herausgegeben wurde. Das DSM-1 war ein dünnes, spiralgebundenes, 130-seitiges Handbuch, in dem 112 sogenannte psychische Störungen beschrieben wurden. Diese beruhten nicht auf einem wissenschaftlichen Verfahren, sondern auf einer schriftlichen Abstimmung von 10% der Psychiater, die APA-Mitglieder waren. Im Jahr 1968 wurde die zweite Ausgabe veröffentlicht. Das DSM hatte nun 145 Störungen, denen allerdings noch immer eine wissenschaftliche Grundlage fehlte. Stattdessen wimmelte es im DSM von Theorien über die Ursachen der Störungen. Aber als Psychopharmaka wie Miltown und Valium plötzlich bei der allgemeinen Öffentlichkeit sehr populär wurden, erkannte die Psychiatrie, dass eine biologische Erklärung als Rechtfertigung für deren Verschreibung gefunden werden musste. Sie fanden sie in einer Arbeit des Psychiaters Dr. Josef Schildkraut. Obwohl er nicht feststellen konnte, woraus die normale Gehirnchemie bestehen würde, stellte Schildkraut die Theorie auf, dass psychische Probleme möglicherweise durch ein biochemisches Ungleichgewicht der Neurotransmitter im Gehirn verursacht werden. It's a great line, the chemical imbalance. There's no evidence for it. There is no way you can measure or document that such a thing occurs in the first place. There are no lab tests to see what you're. Es gibt keine Labortests, wo man feststellen kann, ob da eine Krankheit existiert. And how off your balance is. Und wie sehr im Ungleichgewicht sich diese Gehirnchemie befindet. As we know, there isn't any way to measure what the balance is. There's no identifiable chemical imbalance in the human brain other than the chemical imbalance that comes from putting a medication in that brain. And, ein chemisches Ungleichgewicht kommt zustande, wenn man ein Medikament einsetzt, um es durcheinander zu bringen. Obwohl Schildkraut seine Theorie des chemischen Ungleichgewichts nie beweisen konnte, war es zu spät. Die Psychiatrie hatte die Theorie bereits als plausibel klingende medizinische Erklärung für die psychischen Störungen im DSM übernommen. Aber ohne einen Test, der das chemische Ungleichgewicht bestätigte, wurden Psychiater immer noch von gravierenden Ungereimtheiten bei der Diagnose geplagt. Und nicht nur das, häufig konnten Psychiater nicht geistig Gesunde von Geisteskranken unterscheiden. Dies wurde 1972 im berühmten Rosenhahn-Experiment hinreichend verdeutlicht, bei dem 8 völlig gesunde Freiwillige bei verschiedenen Nervenkliniken vorstellig wurden und behaupteten, Stimmen im Kopf zu hören, die nur die Worte leer, hohl oder dumpf sagten. Keine anderen psychiatrischen Symptome wurden geäußert. Das Ergebnis, jeder der Freiwilligen, einschließlich Dr. Rosenhahn selbst, wurde sofort in die Anstalt eingewiesen. The moment we were admitted to the hospital, we abandoned our symptoms and we behaved the way we usually. Die Frage war, würde irgendjemand entdecken, was wir tun? Die Antwort war nein. Keiner hat es herausgefunden. Alle außer einem wurden als schizophren diagnostiziert und sie wurden erst entlassen, nachdem sie eingeräumt hatten, tatsächlich geisteskrank zu sein, nur mit abgeklungenen Symptomen. Die psychiatrische Fachwelt war aufgebracht, als sie von dem Experiment erfuhr. Zum Thema gesund sein in einem Krankenhaus.
weitere Freiwillige zu schicken und versprach, jeden falschen Patienten zu entdecken. 3 Monate später gab sie stolz bekannt, dass sie von 193 vorstellig gewordenen Patienten 41 für Testpersonen gehalten und fortgeschickt hatten und weitere 42 als verdächtig eingestuft hatten. Das Problem war nur, dass Dr. Rosenhahn keine einzige Person geschickt hatte. 70 Jahre, nachdem Emil Kräpelin zu dem Schluss gekommen war, dass die Psychiatrie geistige Gesundheit nicht von Geisteskrankheit unterscheiden kann, wurde dies erneut bewiesen. In seiner Untersuchung schloss Rosenhahn: Jeder diagnostische Prozess, der zu sehr für schwere Fehler dieser Art anfällig ist, kann nicht als zuverlässig betrachtet werden. Es war nicht nur die Bloßstellung durch das Rosenhahn-Experiment, die die maßgeblichen Psychiater eine neue Herangehensweise an die Diagnose wählen ließ. Mit dem schnellen Wachstum des Psychopharmaka-Geschäfts nahm die Psychiatrie eine radikale Änderung in der Art vor, wie sie psychische Krankheiten propagierte. Unter der Leitung des Psychiaters Dr. Robert Spitzer wählte man in der dritten Ausgabe des DSM entschieden eine gehirnbedingte biologische Herangehensweise. Im Gegensatz zu den früheren Ausgaben ging man im geplanten DSM-3 davon aus, dass psychische Probleme von physischen Abnormitäten des Gehirns stammten. Aber anstatt die möglichen psychologischen Ursachen für psychische Schwierigkeiten zu beschreiben, stellte das DSM-3 den Krankenhausärzten nur Checklisten der Symptome zur Verfügung. Diese Beschreibungen waren allgemein genug, um auf jeden jederzeit zuzutreffen. Da diesen neu eingebrachten Störungen und Checklisten keine wissenschaftlichen Kriterien zugrunde lagen, wurden sie Gegenstand von intensiven Verhandlungen, Kompromissen, Abänderungen und hitzigen Debatten. Der Psychiater David Schaffer, der der DSM-3-Konferenz beiwohnte, bemerkte: People would shout out. Die Menschen würden ihre Meinungen von allen Enden des Raumes reinschreien. Und derjenige, der am lautesten geschrien hat, der kam zu Wort. Das kam mir vor wie eine Tabakauktion, aber nicht wie eine Konferenz. Ton ein bisschen lauter. And a lot of the committee activity is based upon could be personal bias. Viele Aktivitäten dieser Art Komitees sind einfach nur von Meinungen geprägt. Sie stimmen über Krankheiten ab. Dieses Diagnosebuch, da wählen sie Diagnosen hinein. Wer von euch ist dafür, dass das eine Krankheit ist? Hände hoch? Oder jemand anders? Bingo. Und dann haben wir eine neue Krankheit. Tell me that that's science. Das ist doch keine Wissenschaft. Ein Psychologe berichtete, dass Spitzers Frau während der Diskussionen über die vorgeschlagenen Kriterien für die masochistische Persönlichkeitsstörung gegen ein Symptom davon protestierte, worauf Spitzer antwortete: Dann nimm es raus. Wissenschaftlich oder nicht, sobald eine Störung in das DSM gewählt wurde, ist es sehr schwer, sie wieder hinauszuwählen. In seltenen Fällen ist das jedoch vorgekommen. Homosexualität. Gemäß dem DSM 1 und 2 eine Geisteskrankheit. Nachdem Aktivisten für Homosexuellenrechte bei ihrer Tagung im Jahr 1973 demonstrierten, gab die amerikanische Psychiatervereinigung angesichts des politischen Drucks nach und entschied per Briefwahl unter ihren Mitgliedern, sie aus der nächsten Ausgabe zu entfernen. What happened? It wasn't like, you know, there's some objective evidence that at one point it was a disease and we cured the disease and that's an einem Punkt war es keine Krankheit und dann später war es doch eine. This country and decided, okay, it's fine. Whereas, you know, 50-100 years ago it wasn't fine, it was a problem. Aber der Punkt, was sich eigentlich verändert hat, war die Gesellschaft. Mittlerweile war es einfach gesellschaftlich anerkannt, homosexuell zu sein. Wussten das. Dann war es okay. Robert Spitzer gab viele Jahre später in einem BBC-Interview zu: What happened is that we made estimates of prevalence of mental disorders. Wir haben einfach psychische Störungen versucht einzuschätzen, without considering that many of these conditions might be normal reactions. Aber eigentlich waren das nur normale Reaktionen auf das alltägliche Leben. Aber anstatt aus ihren Fehlern zu lernen, gab die amerikanische Psychiatervereinigung 1994 das DSM-4 heraus. Und das war sogar noch größer. Die 886 Seiten enthielten 374 unterschiedliche Diagnosen. Die neue Ausgabe enthielt mehr als das Dreifache der im DSM-1 aufgelisteten Geisteskrankheiten. Dieser rasche Anstieg an psychiatrischen Diagnosen mag den Patienten nicht helfen, aber viele andere profitieren davon.
Sobald eine Diagnose ins Leben gerufen wurde, wird sie dem Studienplan hinzugefügt und Spezialisten tauchen zu deren Behandlung auf. Konferenzen werden darüber abgehalten, die Forschung und Veröffentlichungen befassen sich damit. Psychiater formulieren die Symptome ihrer Patienten so, dass sie mit der Diagnose übereinstimmen, und Psychopharmaka werden dafür verschrieben. Das DSM war also nicht länger ein Handbuch, sondern eine voll entwickelte Industrie. Das DSM ist die Bibel der Psychiatrie. You know, the tablet coming down from Mount Sinai, not just for psychiatry and psychology, but for insurance companies. Das ist auch wichtig für Versicherungen, für rechtliche Angelegenheiten, für Sorgerechtsstreitigkeiten, für das Strafrecht. Diese Diagnosen werden dort überall eingesetzt. So non-scientific information is used to make some radical life-altering. Diese Diagnosen haben verheerende, also wirklich verändernde, lebensverändernde Folgen für die Betroffenen. Die Gefahr bei all diesen psychiatrischen Krankheiten ist, dass jedem auf der Erde eine solche Geisteskrankheit zugeschrieben werden kann. Unter Berufung auf das DSM haben Psychiater an der Harvard-Universität erklärt, dass die Hälfte der Erdbevölkerung während ihres Lebens einmal psychisch krank sein wird. Ein führender Psychiater aus Harvard, Dr. John Rady, geht sogar noch weiter und argumentiert, niemand ist wirklich normal. Obwohl die amerikanische Psychiatervereinigung kleinlaut bestätigt hat, dass es an Beweisen für Josef Schildkrauts Theorie über ein chemisches Ungleichgewicht mangelt, wird die Behauptung immer noch in den Medien propagiert und täglich an Patienten weitergegeben. Auch wenn sie nichts davon in den Medien hören, Psychiater geben bereitwillig zu, dass es für die Störungen im DSM keine pathologischen Nachweise gibt und sie daher nicht als medizinische Krankheiten bezeichnet werden können. If you were to be confronted with someone saying that the DSM, wenn jemand sagen würde, dass das Diagnosebuch nicht wissenschaftlich ist, was würden Sie sagen? Ich würde sagen, Sie haben völlig recht. Ja, das ist keine Wissenschaft. Da spielen politische Aspekte hinein. Das DSM-4 ist weit weg von Wissenschaft. Es ist keine Wissenschaft, aber es ist das Beste, was wir haben. Das bringt eine Menge Geld ein. Trotzdem befindet sich die nächste Ausgabe, das DSM-5, in Planung und soll 2012 herausgegeben werden. Diesmal werden die Verhandlungen über die neuen psychiatrischen Krankheiten geheim gehalten. Doch wir kennen einige dieser neuen Störungen, die in Betracht gezogen werden. Eine lautet Internetabhängigkeitsstörung, ursprünglich ein Scherz in einem Artikel des New Yorker von 1997. Trotzdem wird behauptet, dass 25 Millionen Menschen als zwanghafte Surfer eingestuft werden können. Andere Störungen, die für das DSM-5 in Betracht gezogen werden, beinhalten die zwanghafte Shoppingstörung, Fresssuchtstörung, Apathiestörung, das Elternentfremdungssyndrom, die Beziehungsstörung und die sporadische Wutausbruchstörung, Verkehrsrauditum. Alle sind mögliche Krankheitskategorien, für die Psychopharmaka zur Verschreibung bereitstehen. Gemäß der APA haben 19 der 27 Psychiater, die im Ausschuss darüber entscheiden, welche Krankheiten in die nächste Ausgabe des DSM aufgenommen werden, finanzielle Verbindungen zu Pharmafirmen. Die Situation wurde so schlimm, dass der Urheber des DSM-3, Robert Spitzer, und der Herausgeber des DSM-4, Alan Francis, die Öffentlichkeit warnten, die APA könnte gut eines Interessenkonflikts bezichtigt werden, da sie das DSM-5 in einer Weise entwirft, die neue Patienten für Psychiater und neue Konsumenten für Pharmakonzerne schafft. Aber die Psychiatrie entschied, sich dieser Angelegenheit nicht anzunehmen. Und das aus gutem Grund. Heute bringt die Verschreibung von Psychopharmaka den Pharmafirmen 80 Milliarden Dollar pro Jahr ein. Und mit jeder neuen Ausgabe des DSM hat sich die Anzahl der Diagnosen nicht nur erhöht. Sie umfassen auch immer weitere Kreise der Bevölkerung, wie zum Beispiel ältere Menschen, das Militär, schwangere Frauen und sogar Kinder. In my training, when I first started this, they told us that they would not give a bipolar diagnosis for a child under 18. Wir geben keine Diagnosen für Kinder unter 18. Bipolar disorder at 5 and 6 years old. Aber jetzt geben sie Diagnosen auch an 5-Jährige. Anybody that's a parent has seen that happen.
Jeder, der Eltern ist, hat das gesehen, das passiert, das schreibt. Wie kann man ein zweijähriges Kind mit einer psychischen Störung diagnostizieren? Bipolar, das ist eine Diagnose, was soll das sein? Die existiert gar nicht in Wirklichkeit. Woran wollen Sie erkennen, dass das Kind eine bipolare Störung hat? From a temperature, like das gleiche wie illness. Fieber oder? This is a behavioral definition only. In other words, das ist eine Art Störung, die sich nur aufgrund des Verhaltens definiert. Bis heute wurden fast 1 Million Kinder als bipolar diagnostiziert, womit dies nun verbreiteter als Autismus und Diabetes zusammen ist. Im Jahr 2007 erhielten 500.000 Kinder und Jugendliche mindestens ein Rezept für ein Neuroleptikum, darunter 20.000 Kinder unter 6 Jahren. Neuroleptika, aggressive Chemikalien, die ursprünglich nur für geistig Schwerstkranke vorgesehen waren, sind zu einer 22,8 Milliarden Dollar Industrie geworden. If you spend days reading the newest DSM, wenn man sich tagelang damit beschäftigt, das DSM zu lesen und diese Diagnosen, dann hat jeder Mensch irgendeine psychische Störung. Das DSM hilft natürlich dabei, Psychopharmaka zu verschreiben. Da kann man schnell den Rezeptblock zücken. The disease entity is addressed with this medication. And the DSM is in the service of making things reductionist into very simple, simplistic ways of looking at things. That makes it easier for the pharmaceutical company to create medication. Das DSM macht es ganz einfach mit seinen Aufzeichnungen über diese Definitionen für die Krankenversicherung, dass sie dann nachher das bezahlen. Der Mensch weiß nicht, dass psychiatrische Diagnosen nicht medizinisch sind, sondern lediglich Verhaltensweisen, über die abgestimmt wurde. Das führt zur nächsten Frage. Wie benutzen Psychiater diese erfundenen Störungen und bringen Leute zu dem Glauben, darunter zu leiden? Wir haben uns gedacht, in Anlehnung an diesen Film wollten wir mal ein bisschen etwas demonstrieren, was so von Psychiatern auch als psychische Störung laut dem DSM eingeschätzt wird. Eine ehrliche Antwort brauche ich jetzt von allen Anwesenden. Wer von Ihnen trinkt gerne Kaffee? 3 bis 5 Tassen pro Tag. Achtung, Achtung! Laut dem DSM-4 ist das die koffeininduzierte Störung. Nächste Frage. Stunde der Wahrheit. Als Sie Teenager waren, und viele sind ja vielleicht mittendrin, ganz ehrlich, bitte die Hand hoch, wer hatte da vermehrt Streit mit seinen Eltern als Teenager? Ist sowas beobachtet worden? Oh, schlechtes Zeichen. Das ist die oppositionelle Trotzstörung, die daraus gemacht worden ist. Oder ein Auszug aus dem Diagnosebuch zum Thema Hyperaktivität. Kinder, die folgendes Verhalten an den Tag legen, Achtung, rutscht auf dem Stuhl herum, ist ein Symptom für die Hyperaktivitätsstörung aus diesem Buch. Klettert exzessiv, macht seine Hausaufgaben nicht ordentlich. Das sind keine Symptome von Hyperaktivitätsstörung, sondern von einem anderen Syndrom, nämlich der ganz normalen Kindheit, würde ich mal sagen. In dem Zusammenhang haben wir ein paar Unterlagen vorbereitet, die interessant sind, weil gerade das Thema Kinder geht ja jeden Menschen etwas an. Ganz viele Menschen haben Kinder, lieben Kinder, sind die Zukunft für uns alle. Und wenn es auf deren Rücken passiert, ist es das Schlimmste an Missbrauch, finde ich, was es überhaupt geben kann. Im Jahre 1995 waren in Deutschland nach Angaben des Arzneiverordnungsreports nur 5.000 Kinder auf Psychostimulantien wegen angeblicher Hyperaktivität. Im Jahre 2009 waren das bereits 500.000 Kinder und Jugendliche nur in Deutschland. Und das ist keine Meinung von mir, leider, sondern das kommt aus dem Arzneiverordnungsreport aus dem Jahre 2010. Und das, was in dem Film angedeutet wurde über Neuroleptika, man muss dazu wissen, es gibt einfach unterschiedliche Klassen von Psychopharmaka. Und Neuroleptika sind die schlimmsten Nervengifte, die es gibt.
Sie wurden früher nur in Anstalten verschrieben an schwerst gestörte psychotische Menschen, die dort untergebracht waren. Aber mittlerweile werden, also die haben ganz fürchterliche Nebenwirkungen. Da kriegt man Zuckungen, Zungenschlundkrämpfe, Augenblickkrampf, man geht wie so ein Roboter und so weiter. Es gibt ganz, ganz schlimme Spätfolgen auch darunter. Und diese Nervengifte werden mittlerweile in Deutschland selbst Kindern verschrieben. Und sie liegen also Informationen vor, dass im letzten Jahr 28.000 Kinder dieses Zeug schlucken mussten. Und das ist eine Katastrophe. Es gibt keine Studie auch darüber, die wurde niemals getestet an Kindern. Es gibt aber 4 Studien, unabhängig voneinander, die seit 20 Jahren existieren. Und es gibt eine ganz kleine Bewegung in der Psychiatrie, die versucht, das wieder bekannt und publik zu machen, um die Kollegen zu mehr Verantwortung aufzurufen. Und diese Studien besagen, unabhängig voneinander, in unterschiedlichen Ländern, dass durch die Verabreichung von Neuroleptika in den Krankenhäusern die Lebenszeit von Menschen um 20 bis 30 Jahre verkürzt wird. 20 bis 30 Jahre. Wenn Sie sich vorstellen, Sie kommen dahin, wollen entweder Hilfe haben und gehen dahin, weil Sie ein Lebensproblem haben, oder werden dorthin gebracht, weil jemand anders meint, mit Ihnen ist was verkehrt und Sie sind dort. Und dann bekommen Sie das und auch noch gegen den Willen verabreicht mit so einer Nebenwirkung. Und was wir gerade gehört haben, sogar Kinder bekommen das schon. Und 1 Milliarde Umsatz ist damit gemacht worden, allein im Jahre 2009 in Deutschland. Das hört sich ja vielleicht erschlagend an, wenn man solche Zahlen hört. Mir geht es jedenfalls manchmal so, dann fühlt man sich fast erdrückt angesichts dieser Masse von Profit und von Schaden, der da angerichtet wird. Da muss man als Gegenpol dazu wissen, dass es mittlerweile auch sehr viele Kritiker gibt, auch unter Medizinern, auch unter Autoren, auch unter Wissenschaftlern und Journalisten. Und ich möchte ein Zitat mal vorlesen von einem Journalisten, Jörg Blech heißt der, der hat auch ein Buch veröffentlicht, das heißt Die Krankheitserfinder. Und er hat im Spiegel Folgendes geschrieben, Zitat: Die größte Fantasie beim Ersinnen neuer Krankheiten legen zweifellos die Psychiater an den Tag. Seuchenhaft breiten sich Wahn und Irrsinn in Deutschland aus, was nicht nur den Stand der Nervenärzte und der Psychotherapeuten in Lohn und Brot hält, sondern auch pharmazeutischen Firmen glänzende Geschäftsbilanzen beschert. Finanzielle Verbindungen gerade zwischen Psychiatern und Pharmafirmen sind in Deutschland gang und gäbe. Die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde beispielsweise lässt sich von Unternehmen wie AstraZeneca, Aventis Pharma Deutschland, Lilly, Novartis Pharma und Organon unterstützen finanziell. Die von Firmen gesponserten Presseinfos weisen die Öffentlichkeit immer wieder auf neue Psycholeiden hin, die es angeblich gibt und die jetzt entdeckt worden sind, wie die Internetstörung zum Beispiel. Das sagt er. Zu den Statistiken noch weiterhin vielleicht zum Thema Deutschland. Nach den Angaben des Statistischen Bundesamtes sind zwischen 1991 und 2003 in deutschen psychiatrischen Anstalten über 42.200 Menschen zu Tode gekommen. Wenn man mal einen Auszug nimmt, über die einzelnen Kliniken schaut, muss man wissen, dass nicht alle staatlichen psychiatrischen Einrichtungen in Deutschland korrekt darüber Buch führen, was in ihren Anstalten passiert. Denn es gibt leider keine einheitliche Dokumentationspflicht für psychiatrische Krankenhäuser. Wir haben das erlebt, wenn wir angefangen haben, eine bestimmte Psychiatrie zu untersuchen und die Jahresberichte angefordert haben über die Staatsbibliothek oder ähnliches, dann haben wir sie schon bekommen, haben zum Teil aus den Jahresberichten dann Dinge entnommen, wie zum Beispiel, wie viele Elektroschocks in der Unipsychiatrie in München durchgeführt worden sind, haben das dann publiziert und dagegen protestiert. Und was passierte in den nächsten Jahren? Mit keinem Wort wurde mehr in den Jahresberichten erwähnt, wie viele Elektroschocks sie überhaupt durchführen. Das heißt, eine unserer Forderungen geht dahin, dass wir fordern, dass einfach alle psychiatrischen Anstalten dokumentieren müssen, was sie tun. Sie müssen dokumentieren, wie viele Menschen dort sterben, wie viele Menschen gegen ihren Willen eingeliefert werden. Und wie viele Menschen auch gegen ihren Willen dort behandelt werden. Denn das ist eine Grauzone, die gegenwärtig nicht gut kontrolliert wird. Wir haben in Kaufbeuren, das ist eine Anstalt in Bayern, mal auch eine solche Untersuchung durchgeführt. Und man findet in jeder solcher Städte immer Freunde, weil der normale Mensch spürt, wenn was nicht stimmt, intuitiv.
Und da hatten wir... Wenn er nicht durch Psychopharmaka manipuliert wurde, das ist ein ganz, ganz springender Punkt. Ja. Wenn Sie das in sich haben, dann werden Sie hölzern, dann stumpfen Sie ab, Sie verlieren Ihre Affinität für andere und Sie verlieren sie sogar für sich selbst. Und sehr, sehr viele Menschen nehmen sich das Leben erst, nachdem sie Psychopharmaka bekommen haben. Das ist auch eine offizielle Nebenwirkung sehr vieler Psychopharmaka. In Kaufbeuern jedenfalls haben wir dann einen ganz netten Mann kennengelernt aus dem... einem der Ämter dort, der wollte uns einfach helfen, mehr Daten herauszufinden, weil er selber in Kaufbeuern groß geworden ist und als kleiner Junge im Garten der Psychiatrie gespielt hat, im Park mit seinem Freund und dann völlig schockiert war festzustellen, dass er einen Totenschädel in der Hand hatte, weil dort im Garten eben Psychiatrieopfer vergraben waren, was aber nicht als Friedhof ausgezeichnet wurde. Dann war er natürlich derjenige, der uns gesagt hat, hier sind alle Berichte, die ich Ihnen irgendwie besorgen kann über diese Anstalt. Und daher wissen wir, dass zwischen 1980 und 1997 in dieser einen Psychiatrie in Kaufbeuren 1269 Menschen gestorben sind. Diese Zahl kann man normalerweise gar nicht erfahren. Also die dokumentiert niemand. Und wenn, dann hat vielleicht die Psychiatrie nur selbst die Zahl und sitzt darauf. Also da fehlt auch die Kontrolle. Aber wenn man das dann öffentlich macht, ist das die beste Waffe dagegen. Weil das mögen sie nämlich gar nicht. Und dann fällt auch dieses Kartenhaus zusammen. Eine wichtige Praxis, wie diese Zahl auch manipuliert wird, würde ich Ihnen gerne als Beispiel nennen. Und zwar dokumentieren wir immer wieder, wie Menschen, die aus der Psychiatrie abgehauen sind, und sich dann das Leben nehmen, durch Psychopharmaka zum Beispiel, dann einfach im Nachhinein als entlassen qualifiziert werden. Das heißt, die zählen dann nicht auf der Statistik. Die behaupten also danach, die wurden entlassen, dann halten die Kliniken dadurch ihre Statistiken sauber. Also ich will vielleicht noch eins deutlich machen, wir wollen sie nicht erschrecken. Man wird durch die Massenmedien ja andauernd erschreckt und scheinbar gibt es keine Lösung. Am Ende erfahren Sie auch, was man tun kann, wie Sie sich und Ihre Freunde und Lieben schützen. Ja, also wir wollen Sie hier nicht erschrecken, das ist nicht unsere Absicht, aber man muss manchmal die Dinge halt ansprechen, wie sie sind, um sie dann auch sehen zu können. Und es gibt also auch eine Lösung, das wollte ich Ihnen dann sagen, nicht, dass Sie hier meinen, das ist ja schlimm, ich gehe jetzt lieber aufs Klo. Es ist auch nicht so, ich habe lange Zeit dann gedacht, je länger ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, das kann doch nicht sein. Das sind wahrscheinlich Einzelfälle oder es sind einzelne Anstalten, wo solche Missstände herrschen. Aber wenn man das so wie wir dann so viele Jahre hinweg macht und in ganz Deutschland ständig überall unterwegs ist und das sieht, kommt man irgendwann zu der desillusionierten Feststellung, das ist erstens kein Zufall und zweitens, sie wissen genau, was sie tun. Das fiel mir schwer zu glauben. Weil wir haben einmal ein Video zugeschickt bekommen, das war eigentlich ein Video für Ärzte, ein befreundeter Arzt hat uns das geschickt, das war ein Novartis-Werbevideo, wo sie eigentlich Werbung machen wollten für neue nebenwirkungsärmere Medikamente im Bereich der Psychiatrie, aber um diese neuen angeblich nebenwirkungsärmeren Medikamente zu bewerben, mussten sie ja erstmal zeigen, welche vorherigen Nebenwirkungen es gab, richtig? Also haben sie eine Art Film gemacht, wo sie Patienten hergenommen haben und in Großaufnahme gezeigt haben, wenn er einen Zungenschlundkrampf bekam oder irgendwie schielte oder irgendwas und erzählt haben, das sind die Nebenwirkungen von Neuroleptika und das kommt bei 60% aller Patienten vor und das ist so und so häufig und so oft ist es irreversibel, kann nicht rückgängig gemacht werden und so weiter und so fort, dann haben sie das bei ganz vielen Patienten so gezeigt, um danach die Werbung zu machen. Ne? Da wurde mir dann klar, sie wissen es genau. Und jeder einzelne Psychiater, der in dem Bereich arbeitet, der wirklich ehrlichen Herzens eigentlich helfen wollte, hört auf. Es gibt einige wenige, die aufgehört haben. Es gibt Leute, die in Anstalten arbeiten oder gearbeitet haben, die dort Missstände beobachtet haben, sich nicht trauen, sie zu veröffentlichen, weil sie denken, sie landen selber drin. Das passiert auch manchmal. Und die sich dann anonym an uns wenden. Und wir sichern natürlich in solchen Fällen immer komplette, zuverlässige Verschwiegenheit zu und behandeln sowieso sämtliche an uns herangetragenen Informationen vertraulich. Eine Information aus der Praxis, die Sie auch schon direkt umsetzen können. Wir haben zum Beispiel eine Studie gefunden gehabt, wonach Nebenwirkungen, die bei der Vergabe von Neuroleptika per allgemeinen Studien zu 50-70% zu Dyskinesien führen. Das heißt, Sie haben es gesehen, bei Psychiatriepatienten, wenn die sich so robotermäßig bewegen, das sind Nebenwirkungen. Die sind nicht verrückt, weil sie verrückt sind, sondern das sind einfach Nebenwirkungen. Jeder von uns, der braucht nur wenige Tropfen, dann läuft er so rum. Und da wird viel bei Kongressen darüber diskutiert, wie man das vermeiden kann. Wir haben eben Psychiater gefunden, und zwar nicht wenige in den USA, die haben durch eine ganz, ganz umfassende Studie herausgefunden, die wurde 20 Jahre lang an 80.000 Patienten getestet, und wir haben eindeutig festgestellt, dass diese Nebenwirkungen
Nebenwirkungen, die normal bei 50-70% eben leider vorhanden sind, auf 0,05% reduziert werden könnten, wenn parallel zu diesen Neuroleptika hochdosierte Vitamine verabreicht werden würden, speziell Vitamin E und Vitamin B und Vitamin C. Das ist eine wichtige Information. Dankeschön. Weil wir haben dann auch deutsche Psychiater gefragt und haben gesagt, Mensch, wir wissen, auf Ihren Kongressen sprechen Sie darüber, wie man denn diese Nebenwirkungen reduzieren kann. Das ist natürlich eine Lüge, die wollen es nicht, aber wir wollten es aus deren Mund hören. Und gesagt, da gibt es diese umfassende Studie und was uns dann einer der etablierten Psychiatrie sagte, ist, naja, das müsste ja erstmal in Deutschland einer Doppelblindstudie unterzogen werden und dann in den einschlägigen Fachjournalen veröffentlicht werden und wer soll denn am Ende die Vitamine zahlen? Das war dann die Antwort darauf. Aber damit Sie sehen einmal, wie sehr Sie auch hier wieder richtig sind, wenn solche Informationen, die können Sie auch selber anwenden, wenn Sie jemanden kennen, der ein Problem hat, mit Vitaminen lässt sich einiges erreichen und da weiß bestimmt Herr Dr. Lindner noch eine ganze Menge mehr. Noch ein Abschlusszitat zu dem Thema, dass tatsächlich die Fachverbände und die Psychiatrie selbst weiß, was sie da tut und auch Pharmafirmen das wissen, wollte ich ein Zitat vorlesen. Das ist von einem Schreiben des Verbandes der Bayerischen Bezirke. Ne? Sie haben gesagt, Zitat, die Zahl der Todesfälle durch unerwünschte Arzneimittelwirkungen ist vierfach so hoch wie die Zahl der Verkehrstoten. Unerwünschte Arzneimittelwirkungen gehören zu den häufigsten und teuersten Krankheitskomplexen. Schätzungsweise die Hälfte aller unerwünschten Arzneimittelwirkungen sind vermeidbar, insbesondere die pharmakologischen Wechselwirkungen bei Multimedikationen, sprich Psychopharmaka, gleichzeitig mit internistischen und anderen Medikamenten, bereiten Probleme. Die daraus resultierenden Kunstfehler können zu strafrechtlichen und haftungsrechtlichen Konsequenzen für die behandelnden Ärzte, aber auch für die Krankenhäuser führen. Jetzt gibt es in Deutschland seit einigen Jahren ein neues Gesetz, was sehr hilfreich ist, erst überhaupt mal die Fakten zu dem Thema zu ermitteln. Das ist das sogenannte Informationsfreiheitsgesetz. Das gibt es auf Bundesebene, in Berlin, in Schleswig-Holstein, in Hamburg, Nordrhein-Westfalen, nicht in Bayern, nicht in Baden-Württemberg, nicht in einigen anderen Bundesländern. Nach diesem Gesetz hat jeder Bürger das Recht, Akteneinsicht zu nehmen in Unterlagen, die bei Behörden vorliegen, zu bestimmten Themen. Und dieses Recht kann man nutzen. Dieses Recht nutzen wir auch als Verein. Wir haben es genutzt bei der Bundesarzneimittelbehörde in Bonn, um herauszufinden, was liegt denen eigentlich vor an Nebenwirkungen? Was wissen sie da eigentlich drüber? Wie hoch ist dort das Wissen über diesen ganzen Bereich? Jetzt ist es so, nach dem Gesetz, nach dem Informationsfreiheitsgesetz, müssen die Behörden innerhalb von einem Monat antworten. Speziell die Deutsche Arzneimittelzulassungsbehörde lässt sich viel Zeit. Und wenn wir dann solche Anfragen stellen nach dem Motto, welche Nebenwirkungen liegen Ihnen vor zu Stimulantien, also Ritalin und so weiter, oder welche Todesfälle sind vorgefallen nach bestimmten Gaben vom Psychopharmaka, dann lassen Sie sich sehr viel Zeit und dann schreiben Sie uns mal zuerst zurück. Also erstmal müssen Sie wissen, wenn wir das jetzt bearbeiten, bedeutet das einen großen Aufwand für uns. Wir müssen da unsere Leute ins Archiv schicken und so weiter. Das kostet Sie auf jeden Fall die Höchstgebühr. Sagen Sie uns doch kurz Bescheid, ob Sie trotzdem an Ihrem Akteneinsichtsgesuch festhalten wollen. Wenn Sie nicht antworten in 7 Tagen, gehen wir davon aus, Sie lassen es sein. Dann antworten wir jedes Mal, wir möchten trotzdem die Auskunft haben. Dann kommt eine Woche später das nächste Schreiben von der Bundesbehörde. Die pharmazeutischen Hersteller, die Medikamente, zu denen Sie Ihre Akteneinsichtsanträge geschickt haben, möchten gerne Ihre Identität wissen. Wenn Sie uns nicht innerhalb von 7 Tagen mitteilen, dass Sie nicht damit einverstanden sind, werden wir die Identität rausrücken. Dann schreiben wir jedes Mal zurück, wir sind nicht einverstanden. Dann dauert es noch 3-4 Monate und dann bekommen wir Aktenberge. Und aus diesen Aktenbergen können wir dann die Fakten zusammenziehen über das gegenwärtige System in Deutschland. Wir wissen zum Beispiel, dass das neue Medikament Strattera, was eingesetzt wird bei Kindern, wenn sie angeblich zu aktiv sind, das gibt es erst seit 2005 auf dem deutschen Markt. Die sogenannte Alternative zu Ritalin oder Medikinet. Eben Methylphenidat. Das Strattera bereits, es ist so, jeder deutsche Arzt ist verpflichtet per Gesetz, Nebenwirkungen an die Arzneimittelbehörde zu berichten. Der muss solche Nebenwirkungen dahin berichten. Und im Bereich Strattera gab es bereits 4 Todesfälle bei Kindern, die dem Deutschen Arzneimittelzulassungsinstitut seit 2005 berichtet worden sind. Das jüngste dieser Opfer war 3 Jahre alt, ein 3-jähriges Kind. Sie haben keine Presse darüber gesehen, nirgendwo. Haben Sie das irgendwer gelesen?
Wussten Sie davon? Das erfährt man natürlich nicht. Man sieht stattdessen natürlich eher Werbung für diese Medikamente. Was Sie wahrscheinlich auch nicht wussten, was aber vielleicht ganz aufbauend sein kann, mal zu wissen, ist, dass es mittlerweile weltweit über 119 Warnungen gibt von Arzneimittelbehörden aus der ganzen Welt, einschließlich der amerikanischen Behörde Food and Drug Administration, einschließlich der deutschen Arzneimittelbehörde in Bonn, einschließlich der Australian Therapeutic Goods, die dortige Behörde, der englischen Behörde, kanadischen Behörde. Und sie warnen alle, weil Entzug von Stimulantien wie Ritalin und überhaupt Stimulantien, die Kindern verschrieben werden, Gehirnschrumpfung verursachen können, gehemmtes Wachstum zur Folge haben können, hohen Blutdruck, veränderten Puls, Unterleibsschmerzen und Gewichtsverlust. Die deutsche Behörde, das Bundesinstitut für Arzneimittelmedizinprodukte, hat bereits 2005 angeordnet, da kam das Mittel mit Stratera gerade auf den Markt, da haben sie schon gewarnt und haben geschrieben, alle Hersteller von Stratera, die müssen künftig Warnhinweise auf den Packungsbeilagen veröffentlichen, woraus hervorgeht, dass Stratera suizidales und aggressives oder feindseliges Verhalten auslösen kann. Dazu will ich Ihnen sagen, falls, ich weiß nicht, manche von Ihnen haben sich vielleicht mit unserer Webseite beschäftigt oder anderen Materialien, aber es ist immer noch ganz wenig bekannt, dass mehr als zwei Drittel der sogenannten Amokläufer aus den USA ein Psychopharmakon in dem Körper hatten zum Zeitpunkt der Tat, beziehungsweise das abgesetzt hatten gerade, was offiziell als Nebenwirkung Wut, Gewaltausbrüche, Suizidgedanken und Mordgedanken auslöst. Trotzdem wird niemals untersucht, welcher Psychiater hat das verabreicht. Es werden auch überall, das waren jetzt die am meisten Publicity gemacht hatten, solche Fälle. Aber wir haben ganz, ganz viele Fälle in Deutschland und natürlich auch in der Schweiz von auffällig ist es dadurch, dass es scheinbar motivlose Gewalttaten sind, also unglaubliche Reaktionen. Nicht jemand hat dem was weggenommen oder will das Geld haben, sondern jemand tut einem was an und ist besonders brutal dabei. Und wenn man nachforschen würde, würde man feststellen können, sehr oft, dass solche Psychopharmaka im Spiel sind. Und das wird aber nicht gemacht. Der Psychiater ist jedoch sollte mitverantwortlich dafür sein, zumindest dem Patienten zu sagen, pass auf, das kann passieren, dass du diese dass du es nicht von dir erkennst, dass du diese Ideen bekommst von Zerstörung, von Hass, von Wut und von Gewalt. Was macht er nicht? Schickt ihn auf die Straße. Der wird dann verurteilt, wenn er das macht und der Psychiater macht weiter. Und wir sind eben mit Staatsanwälten und Polizisten in Kontakt und informieren jedes Mal darüber, dass das gefälligst untersucht werden soll. Wenn der Täter sich dann selber umgebracht hat, ist es das größte Problem, weil dann kann die Staatsanwaltschaft den Fall abschließen, sagt, Täter ist tot, damit schließe ich das ab. Aber so darf es nicht sein. Die Staatsanwalt muss den Psychiater natürlich zur Rechenschaft ziehen dafür. Noch ein Beispiel für eine Warnung von der Europäischen Arzneimittelbehörde. Das ist der Ausschuss für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittelbehörde EMEA. Der hat im Januar 2009 verfügt, dass die Packungsbeilagen von Medikamenten mit dem Wirkstoff Methylphenidat, das ist der chemische Wirkstoff, der in Ritalin enthalten ist, der bei Kindern gegeben wird, das Medikament, Ritalin, Concerta, Medikinet und ein paar andere, die werden alle gegen Hyperaktivität verschrieben. Die haben alle denselben chemischen Wirkstoff, und zwar dieses Methylphenidat. Ne? Diese Europäische Gesundheitsbehörde warnte, dass dieser Wirkstoff, also dass im Beipackzettel von diesem Wirkstoff eine Warnung da drin sein muss, weil diese Mittel Depressionen, Selbstmordgedanken, Feindseligkeit, Psychosen und Manie verursachen können. Es ist den Behörden bekannt, sie warnen davor. Jetzt frage ich mich, wie viele Menschen müssen eigentlich sterben, bis sie das Zeug vom Markt nehmen? Es sollte einfach vom Markt genommen werden. Es löst Gewaltausbrüche aus, es macht Leute verrückt, es zerstört die Persönlichkeit. Naja. Also fragt man sich doch, warum wird es überhaupt verschrieben? Die Antwort ist ganz einfach. Wenn man sich folgende Zahlen anschaut, nämlich Profite, die die Pharmaindustrie damit macht. Im Jahre 2009 wurden in Deutschland Psychostimulantien wie Ritalin, Medikinet und andere Medikamente im Wert von 117 Millionen Euro an Kinder und Jugendliche verordnet. Zudem wurden letztes Jahr Tranquilizer im Wert von 82 Millionen Euro verordnet. Das ist nur Deutschland, nicht international. Nur hier, Deutschland, Österreich, Schweiz, also das ist jetzt nur Deutschland. Antidepressiva im Wert von 656 Millionen.
Euro. Und Neuroleptika im Wert von über 1 Milliarde Euro. Das sind Angaben aus dem Arzneiverordnungsreport 2010. Es geht also hier um eine Menge Geld und es gibt da einfach eine unheilige Allianz zwischen Psychiatrie und Pharmaindustrie. Und selbst Psychiater durchschauen das aber mehr und mehr. Und wir wollten noch mal ein Zitat auch vorlesen von einem Psychiater, aus der Schweiz übrigens, der das sehr genau durchschaut hat. Ja, weil er aus Basel kommt. Nein, aber das ist sehr wichtig und das verwenden wir auch oft und er engagiert sich auch sonst und wird von der psychiatriekritischen Szene immer wieder zitiert. Wenn wir ehrlich mit uns sind, wissen wir, dass es nichts umsonst gibt. Zu glauben, dass das allgegenwärtige Sponsoring zu einer unabhängigen Meinungsbildung von uns Ärzten beiträgt, ist Traumtänzerei. Das Ziel der Gewinnmaximierung konkurriert zwangsläufig mit dem Ziel des medizinischen Fortschritts und, was wichtiger ist, mit dem Patientenwohl. Das ist von Professor Asmus Finsten, ärztlicher Direktor der Psychiatrischen Uniklinik Basel von 2007, ich weiß nicht, ob er noch hier ist, in Basel. Und das bringt er da auf einen Punkt. Und deswegen fordern wir zum Beispiel, dass sämtliche Interessenskonflikte zwischen Psychiatern und Pharmafirmen offengelegt werden müssen. Bei dem riesengroßen Psychiatriekongress jetzt in Berlin, 9000 Psychiater sind da vor Ort. Der wird gesponsert von 22 Pharmafirmen. Gleichzeitig finden dort Vorträge statt und Symposien, die von Psychiatern abgehalten werden, die veranstaltet werden von AstraZeneca, Eli Lilly, Novartis und Konsorten. Was wir fordern ist, dass genau offengelegt wird für die Öffentlichkeit, wie viel Geld erhält der psychiatrische Referent für seinen Vortrag. Da haben wir ein Beispiel an den Gesundheitsminister zum Beispiel gegeben und haben gesagt, es sollte am Vortragspult des vortragenden Psychiaters stehen. Dieser Vortrag, für diesen Vortrag bekommt Professor Müller von zum Beispiel Eli Lilly 3000 Euro, eine 4-Sterne-Übernachtung in einem Hotel und einen Businessflug. Dann ist es transparent, dann ist es durchsichtig, dann wissen die Zuhörer auch, wen sie vor sich haben und für wen er spricht oder vielleicht spricht und können unterscheiden und da sich besser ein Bild machen. Aber so ist es eben nicht, sondern es sind nicht nur 9000 Psychiater, es sind die Zahl derer, die ganz eng mit der Pharmaindustrie zusammenarbeiten, kann man wahrscheinlich an zwei Händen abzählen. Aber das sind die, die die Vorträge halten und den Rest der Psychiatrie informiert. Wir haben ja da gestanden und sehr, sehr viele Psychiater gesprochen. Und die ganz normalen, der Wald- und Wiesenpsychiater, der hat uns gesagt, mehrfach, wir haben protestiert. Wir haben diese Filme vor dem Kongress gezeigt mit einem 22.000 Watt Bildschirm und waren 100 Meter entfernt. Also wir haben das Haus damit erleuchtet und 9.000 Teilnehmer haben uns 8 Stunden lang auf diese Art und Weise ertragen müssen. Und da kamen aber mehrere Psychiater zu uns, die gesagt haben, wissen Sie, eigentlich sind wir mehr auf Ihrer Seite als auf der dieser Psychiater, die also ganz oben mit 10, 15 Pharmafirmen zusammenarbeiten, mehr auf Ihrer Seite als mit diesen Leuten. Wir hören hier nur zu und kommen hierher und zu Hause machen wir unsere eigenen Möglichkeiten, wo wir meinen, das funktioniert und damit helfen wir am meisten. Das war auch für uns überraschend. Jetzt wollen wir noch einen Film zum Thema zeigen. Bitte schön. Wenn Psychopharmaka so sicher und wirksam sind, wie Psychiater und Pharmafirmen in der Werbung behaupten, warum gibt es dann einen alarmierenden Anstieg von Verbraucherberichten über Nebenwirkungen? Was verheimlichen uns Psychiater? Alle Medikamente verursachen Veränderungen im menschlichen Körper. In der allgemeinen Medizin werden beabsichtigte Wirkungen als Hauptwirkungen bezeichnet, unbeabsichtigte als Nebenwirkungen. Jedes Medikament hat Wirkungen und Nebenwirkungen. Aber bei Psychopharmaka, die in die feine Gehirnchemie eingreifen, können sämtliche Auswirkungen, auch die beabsichtigten, gefährlich, unvorhersehbar und manchmal irreversibel sein. In all these medications that are apparently supposed to be act as a magic pill, they're finding that all of them have side effects that, you know, could put the patient in harm's way just as well as it could help them. Was bewirken diese Mittel also und wie funktionieren sie? Man sollte den Großteil dieser Informationen in der Packungsbeilage finden können. Sie enthält den sogenannten Wirkmechanismus, die Erklärung des Pharmaherstellers, wie sich dieses Medikament auf den Körper auswirkt. Antibiotika zum Beispiel werden seit über 50 Jahren zur Heilung von Infektionskrankheiten wie Tetanus, Tuberkulose und Halsentzündung verwendet.
Ihr Wirkmechanismus ist bekannt. Antibiotika verhindern die zellulare Aktivität von Bakterien und somit ihr Wachstum oder töten sie ab. Bei Psychopharmaka schreiben die Hersteller jedoch in ihren eigenen Packungsbeilagen, dass ihnen der Wirkmechanismus unbekannt sei. Most of the medications that are given to clients, whether SSRI medications or their antipsychotics, a lot of the pharmacology of these medications, they don't even know how they work in the first place. Eine elementare Nebenwirkung wurde jedoch bei allen Psychopharmaka gleichsam festgestellt. Most medication and psychotropic medication I've noticed tends to flatten things, so that while you're decreasing the depression, you're also decreasing the joy. And so you're minimizing what it means to be human in the service of avoiding dealing with a problem. They can't connect to the world around them. They feel like there's no feeling, which is, you know, you should have some feeling there. All that's doing is really numbing them down, and they're not doing the work that they need to do to resolve that issue that's going on somewhere internally. Aber abgestumpfte Emotionen sind nicht die einzige Auswirkung, die Psychopharmaka beim Konsumenten haben. Jede der fünf Hauptklassen von Psychopharmaka hat ihre eigenen Nebenwirkungen. Typische Neuroleptika wie Thorazin sind starke Chemikalien, die ursprünglich entwickelt wurden, um bei Insassen von Irrenanstalten das zentrale Nervensystem zu lähmen. Heutzutage werden sie hauptsächlich Menschen mit schweren psychischen Problemen verabreicht. Sie können ein Gefühl von Hilflosigkeit auslösen, eine Verschlechterung der geistigen Verfassung, Schädigung der Nerven, Demenz, Zittern, Zucken sowie eine Schädigung innerer Organe, um nur einige Dinge zu nennen. Angstlösende Mittel wie Valium und Xanax werden gegen Nervosität, Angst und Panikstörungen verschrieben. Sie können beim Patienten Dissoziation verursachen, kognitive Beeinträchtigung, erhöhte Aggression, Erschöpfung, Halluzinationen und akute Amnesie. They've got foggy thinking. They're bloated. They have weight gain. They're now diabetic. It's one symptom after another, all caused from the drugs that they're taking, and they don't realize it. Stimulantien wie Ritalin, Medikinet und Concerta werden hauptsächlich bei sogenannten Aufmerksamkeitsproblemen verwendet, wie der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Diese Psychopharmaka sind stark suchterzeugend und können in gehemmtem Wachstum resultieren, in Gewichtsverlust, manischem Verhalten, Herzklopfen, neurologischen Zuckungen, Herzrhythmusstörungen, schwerwiegender Gehirnschrumpfung und Fehlfunktion, Angst, Schlaflosigkeit, gewalttätigem Verhalten und sogar plötzlichem Tod. Methylphenidat, ein Stimulans, das in Ritalin, Medikinet und Concerta enthalten ist, wird häufig Kindern verschrieben. Es wirkt auf den Körper ähnlich wie Kokain, nur weitaus stärker. Studien zeigten kürzlich, dass es während des Wachstums bleibende Veränderungen im Gehirn hervorruft. So you're going to have problems, and it is shown that some of these medications, particularly the stimulants that they're giving, like Ritalin, Concerta, all the ADHD medications actually shrink brain tissue. They know that these psychiatric drugs destroy cells, destroy brain cells, shrink brain tissue. How can that possibly ever benefit anyone? It can't. That's the simplicity. It's not possible. Antidepressiva sind eine vierte Kategorie von Psychopharmaka. Wie der Name erkennen lässt, verwendet man sie zur Behandlung von Depressionen und Gemütsstörungen. Die Liste der Nebenwirkungen umfasst verschwommenes Sehen, Mundtrockenheit, niedrigen Blutdruck, innere Blutungen, Gewichtszunahme, Schlafstörungen, Anfälle, beeinträchtigte Herzfunktion und Psychosen. The most common thing that I see is the sexual dysfunction. So women having a hard time reaching orgasm or just finding that their libido is lower. And I see that with men as well. And the second most common thing I see is weight gain. I have to say, it is not terribly uncommon to see a 40-pound weight gain with antidepressants. Eine Studie zeigte, dass Paxil in Europa unter dem Handelsnamen Seroxat vertrieben, das Brustkrebsrisiko bei Frauen versiebenfacht. Das vielleicht größte Risiko birgt die Verabreichung von Antidepressiva an Schwangere und Mütter im Wochenbett. When the mother takes the drugs, the psychiatric drugs, or any type of drug in that, like an antidepressant or anti-anxiety or an antipsychotic drug, that's going to affect the baby as well as the mother, not just the mom, because the baby's going to get it straight through the umbilical cord, through the bloodstream. Der Einsatz von Psychopharmaka bei Schwangeren hat zu einem 20-30%igen Risiko von Frühgeburten, Hirnschäden und vorzeitigen Geburten geführt und das Risiko schwerer Geburtsfehler fast verdreifacht.
And the antidepressants have been shown to cause something called PPHN, which is a heart problem in newborns. And I think it's criminal to be giving medications to women knowing that their babies are going to be at risk. When mom takes Paxil, she can have a baby born with sometimes they have the limbs are missing. It's called limb reduction. They can have cleft lip. They can have serious heart defects, missing chambers, or the arteries in the wrong place. And also can be born with the organs growing outside of the body. Und dies sind nur wenige der vielen, vielen Nebenwirkungen von Psychopharmaka. Unter den drei meistverkauften Antidepressiva, genannt SSRIs, stehen 1817 mögliche Nebenwirkungen mit Prozac in Verbindung, 2194 mit Zoloft und 2497 mit Paxil. Interessanterweise beinhalten die Nebenwirkungen auch eine Verschlimmerung genau der Symptome, deretwegen die Mittel überhaupt eingenommen werden. They cause depression. They cause suicidal tendencies and ideologies. So they cause a lot of the very exact symptoms that they're supposed to be correcting. They're being treated for depression with a product that's going to create depression. They're treating for a psychosis with something that's actually going to create or has the potential of creating a psychosis. Atypische Neuroleptika, eine der neuesten Klassen von Psychopharmaka, werden hauptsächlich bei Erwachsenen und Kindern eingesetzt, die als bipolar diagnostiziert wurden. Sie sind auch als Stimmungsstabilisatoren bekannt. Sie wurden zwar mit großem Werberummel als Wundermittel mit wenigen oder gar keinen Nebenwirkungen auf dem Markt beworben, aber kürzlich wurde aufgedeckt, dass atypische Neuroleptika drastische Gewichtszunahme, Diabetes, koronare Herzerkrankung, starke unwillkürliche Muskelbewegung, Bauchspeicheldrüsenentzündung und Delirium hervorrufen können. Obwohl diese neuen Neuroleptika ursprünglich zur Behandlung schizophrener Erwachsener zugelassen wurden, stieg die Verschreibung an Kinder innerhalb von 7 Jahren um das Fünffache auf ca. 2,5 Millionen Verschreibungen sprunghaft an. Und diese Verabreichung bringt schwerwiegende Konsequenzen mit sich. You know, I've seen kids who have had significant weight gain on some of the antipsychotics, where they were pre-diabetic. You know, they've had, you know, changes in some of their cardiovascular functioning. So there are potentials to really damage the child's health. When you get drugs that you're giving to kids that we know cause extreme weight gain and attack the liver, attack the kidney, that have long-term results, these children that we're giving them today, this medication, we may be doing, you know, kidney dialysis for in 10, 15 years. Es betrifft nicht nur Kinder. Schätzungen zufolge sind Psychopharmaka für über 16.000 Verkehrsunfälle pro Jahr in den Vereinigten Staaten verantwortlich. Und diese Studie untersuchte nur Fahrer ab 65 Jahren. Und was geschieht, wenn diese unerwünschten Nebenwirkungen auftauchen? Gewöhnlich verschreibt der Psychiater ein weiteres Psychopharmakon. It's called polypharmacy. It's just, you know, adding additional, you know, if the first drug doesn't work, you add a second drug. If you have an adverse side effect from a drug, then you add another drug to deal with the adverse side effect. And then let's say they start an antidepressant and now they can't sleep. So in order to counteract that, they'll be given a sleeping pill. Then a tolerance builds up. So they might now need another drug because they're now at a tolerance level of the first drug that it's no longer creating the quote expected or helpful result. It's not uncommon to see people 5, 6, 8, 9, you know, psychotropic drugs. And there's absolutely not a shred of research that supports that these drugs can be used safely and effectively in combination. Tardive Dyskinesie ist eine Bewegungsstörung, die ausschließlich durch Psychopharmaka ausgelöst wird. Von den 50ern bis in die 70er Jahre unterließen Psychiater es, ihre Patienten über die Verbindung zwischen tardiver Dyskinesie und Neuroleptika wie Thorazin und Haldol aufzuklären. Als Psychiater endlich die Wahrheit über diese Mittel eingestanden, waren Tausende bereits dauerhaft geschädigt. Selbst heutzutage gibt es in den USA 73.000 Senioren mit tardiver Dyskinesie und bei weiteren 61.000 haben Psychopharmaka die Parkinson-Krankheit ausgelöst. Diese Klasse von Psychopharmaka ist bei weitem keine Ausnahme. Berichte bringen nun ans Licht, dass die heutigen atypischen Neuroleptika und Antidepressiva wie Zoloft auf breiter Basis tardive Dyskinesie verursachen. Manchmal schon nach wenigen Monaten.
Aber Psychiater und Pharmafirmen bestreiten weiterhin die belastenden Beweise und Ärzte verschreiben diese Psychopharmaka sogar Kindern. Unter all den Nebenwirkungen, die Konsumenten durch Psychopharmaka erleiden, ist die wahrscheinlich schlimmste ein Zustand extremer innerer Unruhe und Angst, genannt Akathisie. These drugs can cause something called akathisia, which causes people to become very agitated. And actually a little nuts, you know, a little off balance. And they'll do things that they never would have done before, things that are totally out of character. This is a normal person without any history of auditory hallucinations. And all of a sudden they'll say there's voices telling them this is the only way to stop the pain. It's the only way is to kill themselves. Had patients tell me that they never, ever, ever had one single thought about suicide in their entire life until they started on the drug. Etwa 10-25% aller Konsumenten von SSRI-Antidepressiva, beinahe 7 Millionen Menschen in den USA, leiden unter Akathisie. Und die Psychiatrie gibt in ihrem diagnostischen und statistischen Manual psychischer Störungen den Zusammenhang zwischen Psychopharmaka, Akathisie und Selbstmord sogar zu. Die Statistiken bestätigen das. Die Zahl der Selbstmorde in der allgemeinen Öffentlichkeit liegt bei unter 11 je 100.000 Einwohner. Doch bei je 100.000 Personen, die SSRIs nehmen, schießt die Zahl der Selbstmorde hoch auf 718. Über 65 Mal so viele. Und doch erzählen uns Psychiater und Pharmafirmen jeden Tag, dass Psychopharmaka Selbstmord tatsächlich verhindern. Was sollen wir also glauben? Nehmen wir die Warnhinweise der Pharmaindustrie an Ärzte. Oder die unveröffentlichten Daten über das Antidepressivum Effexor. Oder eine Analyse von Prozac unter Verwendung der Statistiken der FDA. Oder sogar den Bericht des britischen Unterhauses über Zyprexa. Natürlich begeht nicht jeder Selbstmord, doch die riesige Anzahl weiterer Nebenwirkungen kann erschreckend sein. The medication that the psychiatrist prescribed me made me feel awful. Constant headaches, constant nausea, wanting my skin to turn inside out, just feeling like bugs were crawling all over me all the time. It made me feel like all slow and like sluggish and stuff. Like when somebody would ask me something, it would kind of like take a minute, like, what? These drugs have affected my heart. They have affected my liver. Weight gain one time hit like 40 pounds. These thoughts come over me like I wanted to kill somebody. I wanted to really hurt somebody. It just sucks all the life out of you. So you're like a body, like a machine. I didn't want to live. I didn't have the desire to live. I felt miserable. You just can't live, you know? You'd just rather die. Because there's no living when you're hallucinating every day. I actually tried to commit suicide with my psych meds. At some point when you realize that you are really just existing, you're not living. At some point you realize you need to take the risk to get off. Und was ist mit denen, die sagen, dass sie sich durch Psychopharmaka tatsächlich besser fühlen? Dass diese für sie lebensrettende Medikamente sind, deren Nutzen größer ist als ihre Risiken? Sind Psychopharmaka tatsächlich sicher und wirksam für sie? So what ends up happening is that someone feels good for a while and then very often they have to have their dose increased and then they feel good for a while and then they might have to have it increased again or maybe they'll switch agents. So it's that kind of a story if you're not actually getting to the root of what's going on. I think the research is pretty clear that that then all of a sudden starts to change and you start to have a supersensitivity to being depressed, in which case then they become more depressed and then they're chronically depressed. Durch hinreichende Beweise wird klar, wenn man nicht unter den kurzfristigen Nebenwirkungen vom Psychopharmaka leidet, dann unter den Langzeitwirkungen. Psychiatric drugs are toxic to the body. They do build up in the body and add to the body's reserve and reservoir of toxins that will suppress the immune system and the body will try and fight them as foreign objects. If they're on these medications for years and years and years, I mean, one of the things that we know about adults and some of the, you know, for bipolar and schizophrenia is that they're dying at younger ages. And these are adults. So if we're starting this you know, medication approach with young kids, you know, what is their life expectancy going to be? No one's really examined it or is looking at the big picture, which is, what does it really do to a society with a proliferation of mood-altering, emotion-altering, or blunting
in a society at large. And I think we're going to really see a huge, huge increase in violence and suicide and a lot of bizarre behaviors that we haven't seen, because for a very short period of time, only in the last 60 years, have we really started, you know, medicating, intoxicating our brain with these incredibly toxic substances. Die hohe Wahrscheinlichkeit von erheblichen kurz- und langfristigen Nebenwirkungen sollte jedem zu denken geben, der vorhat, Psychopharmaka zu nehmen. Aber was ist mit denen, die sie bereits nehmen und die nicht davon loskommen, egal wie sehr sie es versuchen? Gut. Also wenn Sie noch können, wollen wir Ihnen nachher noch einen 11 Minuten langen Film gleich zeigen. Weil ich jetzt so gehört habe, wie oft und wie sehr Herr Sadek verunglimpft wird in der Presse, habe ich mir gedacht, ich muss Ihnen eine Sache vielleicht noch raussuchen. Stellen Sie sich vor, er würde jetzt einen Rolls-Royce geschenkt bekommen von irgendwo und damit durch die Straßen fahren. Sie würden mit Sicherheit in der Schweiz Presse haben, vielleicht europaweit, aber stellen Sie sich vor, er würde irgendwas wirklich Falsches machen mit Finanzen, was das für einen Aufruhr in der Presse machen würde. Und jetzt vergleichen Sie es damit, ich lese Ihnen jetzt nur mal aus dem Jahre 2009 wenige Beispiele von Pharmafirmen vor, was die Strafe zahlen mussten, weil sie unerlaubte Werbung, unerlaubtes Marketing gemacht haben für Psychopharmaka, die gar nicht für eine bestimmte Krankheit erprobt waren, aber trotzdem verabreicht wurden. Oder weil Studien in den Schubladen blieben und versteckt wurden, die eigentlich dokumentiert hätten, wie destruktiv und schädlich das Zeug ist. Da wären zum Beispiel Eli Lilly, 416 Millionen Euro. Hat irgendjemand was in der Zeitung gelesen hier? 416 Millionen Euro im letzten Jahr? Oder sie mussten im gleichen Jahr nochmal 545 Millionen zahlen. Johnson & Johnson, auch eine Pharmafirma, im letzten Jahr im März, 4,4 Millionen Dollar, also 2,9 Millionen Euro. Nochmal Eli Lilly, 15 Millionen. Eli Lilly wieder 22. Pfizer hat alles getoppt im vergangenen Jahr, im September, musste 1,5 Milliarden Euro zahlen. Haben Sie irgendwas davon gelesen? In Deutschland oder irgendwo gelesen? Und Sie sind wahrscheinlich schon jemand, oder viele von Ihnen suchen schon nach so anderen Quellen, um vielleicht nicht immer nur die Mainstream-Medien zu sehen. Und trotzdem kennt es keiner. Im gleichen Jahr hat Pfizer nochmal 33 Millionen gezahlt. Wir zeigen Ihnen also jetzt gleich den letzten Film, der Lösungen beinhaltet, und sehen uns dann nochmal ganz kurz. Sollten wir nach all dem, was wir gesehen haben, Psychiatern glauben, wenn sie behaupten, dass sie kurz vor ihrem nächsten Durchbruch stehen? Und was tun wir, wenn die Psychiatrie keinen Nutzen bringt? Wenn man die Fakten betrachtet, stellt sich eine Frage. Warum sollte irgendjemand seine psychische Gesundheit Psychiatern anvertrauen? Selbst Psychiater, die bei einer kürzlichen Konferenz der American Psychiatric Association interviewt wurden, gaben zu, dass sie keine Antworten haben. What is the answer to mental illness? That's too broad of a question to answer. What's the answer to mental illness? I don't think there are any answers to mental illness. We still need a better answer than the one we have now for mental illness. I can't even understand the question. There's no real answer. You can't. These are like chronic problems. You can't just cure somebody. Da die Psychiatrie keine Antworten hat, müssen wir uns die Frage stellen, wie wir denjenigen helfen, die sehr reale und schwerwiegende seelische Probleme haben. Tatsächlich gibt es eine Unmenge Antworten. Aber Psychiater, die Psychopharmaka verschreiben, werden ihnen nie etwas darüber erzählen. Eine Lösung war das Soteria-Projekt, das 1971 von Dr. Lauren Mosher gegründet wurde, dem damaligen Leiter der Schizophrenieforschung am Nationalen Institut für psychische Gesundheit, NIMH, der USA.
Lauren Mosher developed this program, you know, through NIMH to look at this, because they were starting to have in the research a debate about whether the medications were actually being helpful or whether they were actually causing some problems. They would create a community-based center where people diagnosed with schizophrenia could go. It was going to be non-drug oriented because he didn't believe that psychiatric drugs were the answer to schizophrenia. It provided a place to where there could be people there who would be supportive and be there during the time they have a crisis, instead of medicating them, be there with them and help them through it. Und die Ergebnisse waren erstaunlich. Soteria-Bewohnern ging es bedeutend besser als denjenigen, die Psychopharmaka bekamen, und viel weniger von ihnen mussten erneut aufgenommen werden. Der Erfolg des Soteria-Hauses zeigte, dass Verständnis und Mitgefühl bei der Linderung von seelischem Leid viel erfolgreicher waren als psychiatrische Behandlung, und das ohne die furchtbaren Nebenwirkungen. Trotzdem wurde Dr. Moschers Durchbruch bald völlig vom psychiatrischen System abgelehnt, das von Psychopharmaka und Pharmageldern abhängig war. 1998 gab Dr. Moscher in einem Brief an die American Psychiatric Association seinen Austritt bekannt. Die Psychiatrie wurde fast völlig von Pharmafirmen aufgekauft. Wir dulden und fördern den weit verbreiteten Gebrauch und Missbrauch von giftigen Chemikalien, von denen wir wissen, dass sie schwerwiegende Langzeitwirkungen haben. Ist die Psychiatrie ein Schwindel, so wie sie heute praktiziert wird? Die Antwort ist überwiegend ja. When people ask me about why aren't there more places to get this type of treatment and why is biopsychiatry kind of taken over, if they were effective, why did they go away? And I really think that it goes back to the question of money. Aufgrund des vom psychiatrischen Establishment ausgeübten politischen Drucks und wegen fehlender Finanzen gibt es nur wenige Zufluchtsstätten wie die Soteria. Aber sie existieren und Menschen mit schweren seelischen Problemen können dort genesen. Aber was ist mit alltäglichen psychischen und emotionalen Leiden, wie Depressionen oder Stimmungsschwankungen? Wie kann man diese ohne die Psychiatrie behandeln? Das ist leichter, als man vielleicht glaubt, denn es gibt genügend Belege dafür, dass über die Hälfte aller psychiatrischen Probleme durch einen darunterliegenden, unentdeckten körperlichen Zustand verursacht wird. I would say nearly 100% of the time, when someone comes in wishing to get off of an antidepressant, I find some underlying issues that weren't addressed originally that may have contributed or else caused their mood disorder. And you start to look at all the different factors in their life, a lot of times you can find that there's multiple different reasons that someone's not feeling well. Viruses can cause depression. Digestive issues can cause depression and anxiety. Iron deficiency is very connected to depression. One of the effects of pesticide poisoning is depression. Little children, if they get a streptococcal infection, can become obsessive and compulsive. I've seen people with bipolar disorder, manic depression, who have food allergies. Pretty much any kind of psychiatric problem can be associated with a low thyroid state. A ton of difficulties that a person has that can manifest itself as a supposed mental illness, but you fix the hormone, you fix the gland, you fix the nutrition. Miraculously, you can also fix the quote-unquote mental illness. Why a psychiatrist cannot get to the root of a person's problem, that's the million-dollar question. I have absolutely no idea. They could. They learn it in school. They could just as easily run a blood test as I could run a blood test. They could run all the diagnostic tests I can. They study anatomy, physiology, pathophysiology. They just choose on their own to treat symptoms. Aber was ist mit denen, deren seelische Probleme nicht durch ein darunterliegendes körperliches Problem verursacht werden? Divorcing parents, a change in babysitters, moving in the middle of a school year. Those can cause disruptions in the normal flow of sitting in a class and paying attention. Good things are seen as stressful as bad things. Buying a house can be as stressful as losing a house. Getting married can be as stressful as getting divorced. But it may be some situational anxiety, situational depression that would have resolved on its own years ago. And the patient's been on medicine for years. It is ridiculous to think that normal depression or grief from normal life circumstances should be treated with medication. We didn't think this way before we had them, because people just took it for granted that life was difficult at times. It was stressful, painful,
and, you know, difficult emotions, be they anger, pain, sadness, grief. All these things are normal reactions, and to cover that up with medication is really to turn your back on what makes us human beings, which is our emotions. Natürlich wird bei schweren seelischen Problemen manchmal die Hilfe anderer benötigt. Aber die einzige Behandlung, von der man je hört, ist der Einsatz von Psychopharmaka. Das ist kein Wunder, angesichts der ungeheuer großen finanziellen Macht der Pharmafirmen, die weiterhin bezahlte Psychiater in führende Positionen bringt, um Einfluss auf die Öffentlichkeit, die Medien und den Rest der medizinischen Welt zu nehmen. Aber es gibt eine Sache, die Sie als Verbraucher tun können. Bestehen Sie auf eine Einverständniserklärung nach vollständiger und genauer Aufklärung. Informed consent boils down to the patient must be told about their diagnosis and what the risks and benefits and alternatives are to the treatment. Risks and benefits and alternatives to the treatment, risks, benefits and alternatives to not treatment. Was sind also die wichtigsten Punkte bei einer Einverständniserklärung nach vollständiger Aufklärung, wenn es um Psychopharmaka geht? Erstens, psychiatrische Störungen sind keine wirklichen Krankheiten, die eine medizinische Behandlung erfordern. Zweitens, es gibt keinen wissenschaftlichen Beweis dafür, dass Psychopharmaka irgendwelche psychischen Probleme lösen oder heilen. Drittens, Psychopharmaka verdecken Symptome und haben schwerwiegende kurz- und langfristige Nebenwirkungen. Viertens, Psychopharmaka können Abhängigkeit und Sucht verursachen. Fünftens, den meisten psychischen Problemen liegt eine körperliche Krankheit zugrunde. Sechstens, unabhängig davon, wie groß die emotionalen oder psychischen Probleme sind, es gibt viele wirksame Möglichkeiten, sie ohne Psychopharmaka zu lösen. Leider wird der Patient selten über diese Punkte informiert. I have over 2000 clients and I can honestly say 100% of them that have come to me, it has either been suggested that they take psychiatric drugs or they actually have taken them. And probably 70-80% have actually fallen into the trap and taken the psychiatric drugs because they didn't know what else to do. 50% of patients who are not treated for depression come out of it on their own without any therapy. Okay, that's never on an informed consent, but it is a fact. So, there's never a full informed consent. Aber die Wahrheit kommt ans Licht. Mittlerweile haben 14 US-Staaten Gesetze erlassen, die das leichtfertige psychiatrische Diagnostizieren von Kindern sowie die Verschreibung von Psychopharmaka streng reglementieren. Und ein US-Bundesgesetz aus dem Jahr 2004 verbietet es dem Schulpersonal, Eltern zu zwingen, ihre Kinder auf Psychopharmaka zu setzen. Mittlerweile hat die US Food and Drug Administration eine sogenannte Blackbox-Warnung bei Antidepressiva angebracht, da sie bei Kindern und Jugendlichen Selbstmord auslösen können. Und eine weitere Warnung bei Stimulantien, da sie bei allen Altersgruppen zu Herzinfarkt, Schlaganfall und plötzlichem Tod führen können. Psychiatrieopfer legen jetzt erfolgreich Rechtsmittel ein, wegen der schädigenden Auswirkungen von Psychopharmaka. Seit 2005 wurden 50.000 Produkthaftungs- und Schmerzensgeldklagen gegen Pharmafirmen eingereicht, wegen der durch Psychopharmaka verursachten Schäden. Das sind im Durchschnitt 34 Klagen pro Tag. Im Rahmen eines Vergleichs hat Eli Lilly wegen unlauterer Werbepraktiken für sein Neuroleptikum Zyprexa über 2,5 Milliarden Dollar an 34 US-Staaten und 31.000 Kläger gezahlt. Im Jahr 2009 stimmte Pfizer einer Gesamtstrafe über 2,3 Milliarden Dollar wegen unsauberer Marketingpraktiken zu. Dabei ging es auch um die unerlaubte Zusammenarbeit mit einer psychiatrischen Frontgruppe zur Vermarktung seines Neuroleptikums Geodon. Doch für Pharmafirmen, die einen Jahresumsatz von 600 Milliarden Dollar machen, sind diese Urteile und Strafen nur ein geringes Übel. Tatsächlich wurden im Voraus für diesen Zweck Rückstellungen in Milliardenhöhe vorgenommen. The pharmaceutical industry has such a huge financial base that even hundreds of millions of dollars in fines is basically meaningless to them. Fines for some of these transgressions are like petty cash to the big companies. They're more concerned about the reputation that might be damaged by this. The main thing they do there is just try to hide the fact, and the quickest way to hide the fact is to quickly pay the fine and get out of town. Das öffnet tüchtigen Anwälten die Tür, aber sie müssen vorbereitet sein. Lawyers need to understand that they do not receive adequate scientific training to conduct these cases by themselves. They need to gather together a team of experts
who will help them to do these cases wisely and well. And then other people will begin to see the rates of success that we have had over the last 12 years doing what I call science-intensive litigation. You have to go to the experts in the field and say, okay, you know, bring your expertise to bear, come to court, and tell people what you know. I have found that there's an overwhelming number of people that when they see the atrocities that have occurred with psychiatry and the way people have been treated, they are very willing to come over and testify against psychiatry and testify against techniques that are being used. Leute bringen ihren Protest nicht nur im Gerichtssaal zum Ausdruck. Auch Sie können helfen, indem Sie diese Dokumentation Kollegen, Klienten, Patienten, Freunden und Verwandten zeigen. Und das beantwortet unsere letzte Frage. Was kann ich tun, um die Gesellschaft vor psychiatrischen Missbräuchen und gefährlichen Psychopharmaka zu schützen? Besorgen Sie sich die Fakten unter cchr.org. Ja, für Sie bereit haben wir auch sogenannte psychiatrische Willenserklärungen. Das ist so etwas wie ein Organspendeausweis. Darin erklärt man, dass man nicht mit psychiatrischer Behandlung übereinstimmt für den Fall, dass jemand der Meinung ist, es sollte so sein. Die können Sie sich auch auf der Webseite bei uns runterladen. Wir haben das Gefühl, wir haben die Zeit überzogen, deswegen haben wir jetzt ein schlechtes Gewissen und kommen ganz schnell zum Abschluss. Vielen Dank, dass Sie so lange aufmerksam zugehört haben. Wir haben draußen auch einen Informationstisch, wo Sie sich die DVDs selber besorgen können. Wir haben verschiedene DVDs ausgestellt und da war jetzt auf dem Film nur die amerikanische Webseitenadresse angegeben. Die deutsche Webseitenadresse ist de.cchr.org oder kvpm.de. Vielen Dank. Eine Kleinigkeit will ich noch sagen. Machen Sie weiter mit der Veranstaltung. Ich will nicht, dass es die letzte ist. Ich kenne Sie ja noch nicht. Ich habe Sie jetzt kennengelernt und gehört, das ist alles so bedrohlich. Kommen Sie hin, holen Sie mir her und machen Sie, Herr Sasek, weiter. Manchmal erkennt man seine eigene Größe auch an der Anzahl oder der Stärke seiner Feinde. Wir können es ja von der Seite mal sehen. Ne?